Und damit ein herzliches Hallo und willkommen zurück zu Tormentum Dark Sorrow. Wir sind hier in der Kathedrale von den eisigen Tränen. Ich weiß nicht ganz genau, wie die Lande hier heißen. Auf jeden Fall haben wir ein Rätsel gelöst und sind hier reingekommen. Und haben uns alle Gemälde in dieser kompletten Kathedrale angeschaut. Ich hoffe, das hat nicht zu sehr gelangweilt, aber einige waren doch sehr hübsch gemacht. Aber nun sind wir hier bei dem alten blinden Maler und seiner Katze. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das eine Katze ist. Die Augen irritieren mich, aber gut. Sie miaut mich an und sie sieht flauschig aus. Also lassen wir das einfach mal durchgehen und reden mit dem alten Mann. Ciao, Kätzchen! Wir haben unerwarteten Besuch. Und das auch noch einen sehr gerissenen, da unser Besucher die Kunst des Dechiffrierens kennt. Wenn du schon einmal hier bist, dann kannst du mir sagen, was es Neues außerhalb der Kathedrale gibt. Wir sind selten außerhalb unserer Mauern. Das Dorf ist zerstört. Ich sehe, dass der Bau dieser Kathedrale vor Jahren sich als gute Idee herausgestellt hat. Du hast dein Gedächtnis verloren und denkst, dass die Belebung der Figur auf dem Hügel dir hilft, es wiederzuerlangen? Ich denke, dass du mit dieser Annahme sehr falsch liegst. Die meisten, die hierher kommen, suchen die Erlösung von ihren Sünden. Die Figur zieht Menschen an, die ein tief verwurzeltes Bewusstsein des Bösen haben. Du meinst, du seist anders? Ich bin einer der wenigen, denen es gelungen ist, das Tor in der Skulptur zu überschreiten. Kein Auge einer glaubt aber an meine Erzählung. Die meisten denken, ich sei irre. Das war vor vielen, vielen Jahren. Ich habe dafür einen hohen Preis gezahlt. Mein Augenlicht. Trotz alledem versuche ich bis heute in meinen Gemälden das zu verfassen, was ich damals gesehen habe. Alter, wenn er das alles gemalt hat und was er drüben gesehen hat, dann will ich da nicht hin. Ich will, dass sie eine Warnung für solche wie du sind. Der Übergang zur anderen Seite ist nichts Gutes, glaube mir. Mich hat meine Neugier zugrunde gerichtet. So oder so müsstest du über ein Schwert aus Sternenerz verfügen, um diesen Durchgang zu öffnen. Ich habe mein Schwert vor langer Zeit in der Erde vergraben. Kätzchen! Erinnerst du dich noch, wo das genau war? Ach, stimmt. Damals warst du ja noch nicht auf der Welt. Und Kätzchen, helf mir ihm! Wenn meine Gemälde und meine Erzählung dich nicht abschrecken, dann kann ich dich in keiner Weise aufhalten. Könnte dir eine Skizze des Schwertes anfertigen, welches dir das Tor in der Skulptur öffnen würde. Das Sternenerz musst du aber selber finden. Bevor ich dir aber helfe, würde ich dich um einen kleinen Gefallen bitten. Nimm dieses Werkzeug. Es dient der Restaurierung von Gemälden. Repariere bitte 30 Gemälde, in denen der Zahn der Zeit beginnt, langsam an ihn zu nagen. Im Gegenzug für die getane Arbeit fertige ich eine Skizze des Sternenschwertes für dich an. Okay. Zack. Ich habe das Pinselset für die Restaurierung der Gemälde genommen. Sieht nach viel Arbeit aus. 30 Gemälde. Wenn du bereit bist, wird meine Katze dir den Weg zu den Gemälden zeigen, die einer Renovierung bedürfen. Go, go, Kätzchen! Höre nicht auf diesen alten Tölpel. Wozu solltest du dir so viel Mühe geben, um diese Schmierereien zu entstauben? Ich zeige dir lieber, hinter welchen der Gemälden sich Fetzen der Skizze des Sternschwertes befinden. Schau auf die Wand. Ich habe sie dir mit der Pfote gekennzeichnet. Aha, eine Kleinigkeit noch. Um an diese Fetzen zu kommen, wirst du die Gemälde zerschneiden müssen. Aber dieser Verlust ist nicht der Rede wert. Ich lasse dir hier ein paar Messer. Zögere nicht, sie zu verwenden. Dieser alte Irre wird so oder so nichts merken. Er ist komplett blind und dazu auch fast taub. Nein, Kätzchen! Nein! Leute, wir haben Zeit. Wir werden die Gemälde restaurieren. Wir fangen vorne an. Das ist ganz vorne, ne? Auch wenn es vielleicht ein bisschen länger dauert.
Hä? Achso. Oh, ist doch viel schöner so. Ich will nicht die Bilder zerstören. Das ist doof. Nein, nein. Wir machen das auf die Weise. In der Zeit kann ich ja noch ein bisschen was erzählen. Und zwar habe ich ein bisschen nachgeforscht. Und Tormentum Dark Sorrow kam 2015 raus. Ist ein sehr, 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 sehr unbekanntes kleines Adventure. Allerdings auf Steam für ein paar Euro zu haben. Und das Schöne ist, je nachdem, wie man sich in dem Spiel entscheidet, also welche Entscheidung man trifft, wie zum Beispiel halt mit dem Otter und der Krone, bekommt man halt ein anderes Ende. Und das finde ich ganz angenehm und auch ganz nett, weil man halt auch allgemein mehr darüber nachdenkt, was man so tut, wie halt mit dem Otter und der Krone. Und solche Spiele mag ich eigentlich ganz gerne, auch wenn man halt immer so ein bisschen im Hinterkopf hat, so, ah, was ist jetzt der richtige Weg? Aber da gehe ich dann halt in erster Linie mal so nach meinem Bauchgefühl und sage, okay, das fühlt sich richtig an, was ich hier gerade mache. Ich möchte ihn nicht umbringen oder ich gebe ihm nicht die Sachen, weil er doch irgendwie nicht das tut, was ich gerne sehen möchte. Und das haben halt andere Adventure nicht so ganz. Also klar, es gibt auch noch welche oder halt auch irgendwelche RPGs oder sowas. Ach klar, RPGs sowieso. Und das finde ich ganz erfrischend. Vor allen Dingen halt auch mit diesem Setting. Es ist alles sehr trist. Tod und Zerstörung ist überall zu sehen. Überall brennt es, überall ist Blut. Wir wissen nicht, was passiert ist. Wir wissen nicht, was wir getan haben. Im Grunde können wir halt auch der größte Bösewicht überhaupt sein. Aber das ist halt... Oh, guck mal. Da ist hier der Hintergrund richtig nach vorne gekommen. Ach, das gefällt mir. Und im Grunde versuchen wir halt irgendwie jetzt herauszufinden, was passiert ist. Oder unsere Sünden... Okay, ihr habt jetzt meine Anführungsstriche nicht gesehen, aber halt unsere Sünden reinzuwaschen. Weil ja die ganze Zeit davon gesprochen wird, wir sind böse, wir haben irgendwas getan und das ist nicht gut. Aber wie gesagt, mir gefällt das auch, die Grafik, die hier, guckt es euch an, das ist einfach fantastisch. Der Stil ist super. Jopa. Na. So. Und wir haben es auch fast geschafft. Ich habe hier ein bisschen euch vollgequatscht mit sinnlosen Zeugs. Aber solche Sachen muss man halt auch mal tun. Guck mal, jetzt sieht das voll schön hier aus. Das ist viel besser, als irgendwas kaputt zu machen. Damit gehen wir in den nächsten Raum. Genau, den müssen wir auf jeden Fall machen, weil ich finde, das sieht so cool aus. Na? Sind wir hier vor die Restauratoren für Gemälde? Ich habe alle 30 Gemälde restauriert, so wie der Maler mich gebeten hat. Zeit, die Belohnung abzuholen. Ja, wir sind gut. Ich spüre, dass meine Gemälde aussehen, als ob sie frisch gemalt werden. Das ist unglaublich. Kätzchen, sage mir, wie dir meine Gemälde gefallen. Meine Katze ist auch sehr zufrieden mit deiner Leistung. Ja, ich spüre, wie sie die Augen verdreht. Die alle vier. Du hast deine Belohnung verdient. Ich skizziere dir das Bild des Schwertes, welches ich noch im Gedächtnis habe. Wenn du schon dorthin gehen musst, dann passe wenigstens auf dich auf. Dankeschön. Hab ich? Okay. Du Dummkopf. Wozu die Mühe? Du hättest sofort die Skizze klauen können und es käme auf das Gleiche hinaus. Er hat uns so oder so nicht. Er ist doch fast taub. Nein, Kätzchen, ich bin ein guter Mensch. Oh, wir hätten auch den Eingangsbereich machen müssen. Mist! Ich hab gedacht, wir wären schon draußen. Na, egal. Maler hat die Kathedrale verschlossen. Er schätzt seine Privatsphäre über alles. So, wir haben die Skizze. Jetzt brauchen wir nur noch das Erz. Hier waren wir noch gar nicht, zum Beispiel. Nützt mir nix. Nützt mir nix.
wird mir nichts nützen. Hier fehlt was. Oder? Ja. Heute weht der Wind mit Trauer. Hörst du das Rauschen? Hier spielte sich eine große Schlacht ab. Wir wurden von den Rittern aus dem Schloss angegriffen. Sie wurden angetrieben von ihrer Besessenheit, aus uns das Böse auszumerzen. Ein Wesen hat ihnen dabei geholfen, welches wir anfangs für einen Freund hielten. Er hat den Lehm und den Nebel im Dorf verteilt und somit den Rittern den Angriff erleichtert. Soweit ich weiß, nennt man diese Wesen Grauer Ikarus. Du erkennst ihn anhand seiner großen stattlichen Flügel. Sicherlich hat er uns für eine Handvoll Eier verkauft. Zum Glück haben wir es geschafft, ihn zu verletzen. Er kann nicht weit sein. Muahaha. Wow. Holy. Hey, ist das nicht unser Freund? Oh! Sei erneut gegrüßt, Freund. Eine kurze Zeit später, nachdem du mir die Krone gegeben hast, hat man mich um Hilfe gebeten. Ich sollte die eisigen Tränen von den Angreifern aus dem Schloss beschützen. Die Krone war aber nutzlos. Ich sollte übernatürliche Kräfte bekommen, was aber nur ein leeres Versprechen war. Die Legenden haben uns verspottet. Woher sollte ich das denn wissen? Wir alle machen Fehler. Oh je. Ein spitzer Kegel mit einer Vertiefung am unteren Ende. Das sieht aus wie so ein Schädel. Leiche eines Kämpfers. Oh Gott. Die Tasten dieses Instruments haben Bezeichnungen, die ich vorher noch nie gesehen habe. Hier ist schon wieder ein einsamer Stuhl. Was möchte uns diese einsamen Stühle bitte erzählen? Eines Nachts kam in unser Lager ein geflügeltes Wesen. Er bat uns um Unterschlupf, ihm Unterschlupf zu gewähren, was wir auch taten. Wie du aber siehst, erwies er sich als hinterlistigen Verräter, da er den lähmenden Nebel in der Nacht verbreitete. Er hat uns sicherlich für eine Handvoll Eier verkauft. Diese fliegenden Kreaturen haben eine Schwäche für diese Eier. Finde ihn bitte und werde mich dafür erkenntlich zeigen. Er ist verletzt, so kann er nicht weit gekommen sein. Kann ich hier noch irgendwo hin? Das Feuer hat alles in der Umgebung verschlungen. Das ist jetzt so. Achso, komme ich vielleicht hier nach vorne? Nein. Hier ist die Hand. Hier ist der Schmied. Achso, da oben. Ja, hi. Tja, tja. Wir begegnen uns also wieder. Wisst ihr, dass wenn du mir damals das Ei gegeben hättest, alles einen anderen Lauf genommen hätte. Ich müsste mich nicht dem Schloss verkaufen. Das ist alles deine Schuld. Jetzt bitte ich dich nur noch, mich in Ruhe sterben zu lassen. Verzeuge dessen, wie kleine Begierden zu großen Tragödien führen. Ohne viel Zeit zu verlieren, begab ich mich zu dem zerstörten Dorf, um das Ergebnis meiner Suche zu berichten. Hast du den geflügelten Verräter gefunden? Soll ich sein Versteck preisgeben oder schweigen, um somit diesen Unglücksvogel zu schützen? Er wird eh sterben, oder? Können wir nicht einfach sagen, er ist tot? Wir sagen nichts. Ich sehe, dass du schweigst. Scheinbar hast du ihn nicht gefunden. Das geflügelte Wesen muss entkommen sein. Pech! Wir schnappen ihn das nächste Mal. Ich habe auch einen Hinweis für dich. Deinen weiteren Weg zeigt dir Musik auf. Wow. Okay.
Okay. Warte. Es ist schwierig, das auf dem Kopf zu lesen. Nein. Nein. Wo ist der denn? Ach da. Ja, guck mal, habe ich fast nicht gesehen. Nein, das war falsch. Okay, versuchen wir mal hier. Also ich habe jetzt dieses hier gespielt. Jetzt versuchen wir mal so rum. Also rückwärts. So. Nein. Das, genau. So, und dann... Was hatten wir jetzt? Den. Nein. Spiegelverkehrt? Nee, das ist ja... Kann ich das irgendwie ziehen, schieben? Weil die einzigen, also die Tasten sind umgedreht auf dem Kopf und die sind richtig rum. Okay, ich habe jetzt nochmal so rumgespielt. Scheinbar war das die richtige Reihenfolge der Noten. Vielleicht habe ich mich auch einfach beim ersten Mal vertippt. Oh, was passiert hier? Ich habe eine Steinplatte mit Symbolen genommen. Okay. Die müsste hier in den Fußboden reinkommen. Es passt. Nun muss ich die Platten richtig... Oh nein. Nein, kein Schieberätsel, bitte nicht. Oh, schön. Ah. So, das muss... Nee. Dahin. Dann muss das da nach oben. Nein. Oh Gott. So, ja. Oder? Nee, das muss getauscht werden. So. Oh, holy. Etwas kommt aus der Mitte hervor. Es könnte ein... Kann es nur zum Schmied gehen. So, damit haben wir das Sternenerz. Aber wir werden erst im nächsten Part uns das schicke Schwert schmieden. Ich weiß gar nicht, wie lange das Spiel noch geht. Ich habe... Kein Plan. Wir werden einfach im nächsten Part gucken. Sollte es nicht mehr so lange sein, weil ich glaube, die Statue ist halt so der letzte Anlauf. Sonst schneide ich einfach die beiden Videos zusammen, wenn das andere zu kurz wird. Also nicht wundern, sollte dieses Video etwas länger sein. Ansonsten gibt's noch einen finalen Part. Ich danke euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Part oder halt auch nicht von Tormentum Dark Sorrows. Vielen lieben Dank, dass ihr bis hierhin
an meiner Seite geblieben seid und meinen seltsamen Vorlesekünsten lauscht. Ich hoffe, ich stelle mich nicht ganz so schlecht an und es ist ein bisschen lustig und angenehm zuzuhören. Wenn nicht, natürlich gerne Kritiken in die Kommentare rein. Und wir sehen uns im nächsten Part. Oder auch nicht. Von Dark Sorrows. Bye bye.